Okay. Zweite Version, wo auch viele dran glauben von beiden, heißt so: Als Jesus merkte, wird für ihn eng, da fragte er seine Jünger: Wer ist von euch bereit, an meine Stelle zu sterben, und seinen Platz im Himmel wird garantiert? Da hob der mutige Petrus seine Hand hoch, sagte: Herr, ich bin bereit, an deine Stelle zu sterben. Plötzlich sah Petrus wie Jesus Christus aus und kamen den Juden, die haben Petrus verhaftet, Petrus am Kreuz festgenagelt, und Allah hatte Jesus Christus gerettet. Es gibt allerdings eine dritte Version. An die dritte Version glaubt nur eine islamische Gruppe bzw. Sekte. Name Ahmaditen, sagt Ihnen der Name was? Die Ahmaditen, die haben auch ihre eigene Mekka. Haben Sie Ahnung, wo ist ihre Mekka? Das ist hier in Deutschland. Ich meinte ernst, in Frankfurt am Main. Die Hauptzentrum für die Ahmadite-Gruppe, die treffen sich mindestens zweimal im Jahr, alle Ahmaditen in der Welt, in dieses Zentrum. Und muss ich sagen, die Ahmaditen sind gefährlicher als beide. Warum? Und die gewinnen jedes Jahr viele junge Leute, vor allem deutsche junge Leute, zum Islam. Durch ihre List und Lüge. Sie präsentieren sich als Liebe und sie präsentieren die Rede aus dem Koran als nur Friede und Liebe. Die benutzen die Worte aus der Bibel unter dem Namen Koran. Jetzt! Nicht, was ich dazu sage, nicht, was ich meine, sondern wir wollen, wie ich am Anfang gesagt habe, einen Vergleich machen. Was wirklich wichtig ist, was Jesus Christus dazu meint, was Jesus sagt, das ist das Wichtigste. Wie Sie jetzt gemerkt haben, diese Allah im Islam lehnt total diese Kreuzungsgeschichte ab. Das ist eine Lüge und das ist ein Irrtum. Und Jesus Christus ist nicht gekreuzigt. Was meint Jesus Christus dazu? Wer sich in der Bibel auskennt, ich habe auch heute Abend am Anfang erwähnt, als Jesus Christus standig, hat er immer den Leuten gefragt, was meint ihr, wer bin ich? Und letztendlich Petrus sagt zu ihm, du bist der Messias und Gottes Sohn und Gott auf der Erde. Und Jesus Christus gab ihm das größte Lob, was überhaupt in der Bibel gibt. Und Jesus Christus, jetzt als hat er gemerkt, dass seine Jungen, seine eigenen Leute, sie wissen, wer er ist, dass er ist Gott auf der Erde, sagt uns die Bibel, ab diesem Zeitpunkt fängt seine Jünger zu erzählen, eigentlich warum er ist überhaupt auf die Erde gekommen. Welches Ziel verfolgt er? Und da sagt uns die Bibel zum Beispiel im Matthäus Evangelium Kapitel 16 ab Vers 21, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen. Seit der Zeit, die ihn erkannt haben, dass er ist Gott auf der Erde. Sie zu zeigen, was? Wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden musste von den Ältesten und den Höhepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tagen auferstehen. Die Kreuzigungsgeschichte, diese Leidgeschichte, das war keine böse Überraschung vor Jesus Christus, sondern das ist sein Ziel. Er kam extra deswegen. Mehrfach sagte Jesus Christus in der Bibel, ich bin gekommen, damit ihr lebt. Ich muss mein Leben hingeben für euch. Das ist sein Ziel. Also, als das sagte, und Petrus hatte das gehört, wie war die Reaktion von Petrus? Ich sage jetzt mit meinem Wort, ich sage, um Gottes Willen, das soll dir auf keinen Fall passieren. Und Petrus aus lauter Liebe zu seinem Herr eigentlich. Er will nicht, dass sein Herr sterben. Ich sage, um Gottes Willen, das soll dir auf keinen Fall passieren. Wie war die Reaktion hier von Jesus Christus auf die Rede von Petrus? Er hat gesagt, ah, vielen Dank, du bist echt ein guter Kumpel. Nicht so? Dann sagt zu ihm, weiche von mir, du Satan. Geh weg von mir. Hoppla, was ist los? Vor ein paar Minuten gab ihm das größte Lob. Und jetzt sagt zu ihm, geh weg von mir, du Satan. In der Tat, das ist für mich persönlich eine große Lehre. In der Tat, Satan benutzt öfter unsere Gefühle, um seine Ziele zu erreichen, durch uns. Jesus hat gesehen, das war nicht Petrus, sondern wirklich, das war Satan. Weil der Beweis, dass Jesus Christus nach dieser Geschichte immer weiter mit Petrus gewesen. Sogar hat er ihm den Job gegeben, er soll die gesamte Gemeinde leiten. Aber er hat Satan gesehen. Wer will wirklich diese Kreuzigungsgeschichte nicht wahrhaben, beziehungsweise, dass Jesus Christus doch nicht zum Kreuz weitergehen? Nur Satan. Wieso? Weil Satan weiß,
Wenn Jesus Christus am Kreuz unsere Sünde bezahlt, dann ist der Weg vor uns frei. Und das gefällt ihm nichts. Deswegen mit aller Macht hat er versucht, Jesus Christus zu hindern. Eigentlich von Anfang an, von Dienst Jesus Christus, hat Satan versucht, ihn weg vom Kreuz. Die Versuchung in der Wüste, 40 Tage, komm, ich gebe dir alles, alles was hier, gebe ich dir, bloß aufhören mit dieser Sache. Jesus hat ein Ziel, will uns retten und geht bis zum Schluss. Und wer steht zwischen ihm und dieser Kreuzungsgeschichte, sagt Jesus Christus, das ist Satan. Also, wenn wir diese Kreuzungsgeschichte oder diese Kreuzung betrachten, da gibt's so viel in der Bibel, das reicht uns den Abend nicht aus, dass wir alle Verse oder die Hälfte oder die Viertel von diesen Verse vorlesen. Aber ein paar schöne Verse werde ich trotzdem erwähnen. Zum Beispiel der erste, im 1. Korintherbrief. Das ist der berühmte Vers, Kapitel 1, Vers 18. Heißt, das Wort vom Kreuz ist ein Torheit. Aber wem? Denen, die verloren gehen. Im islamischen Welt gibt's nichts, eine größere Torheit als diese Kreuzungsgeschichte. Dann sagt er gleich zu dir, soll ich an einen Allah glauben, der nicht mal sich selbst retten kann? An so solche Allah, schwache Allah soll ich glauben? Mein Allah ist mächtig, ist listig, er kann alles. Dann Allah braucht er Hilfe von mir? Das ist für ihn, das ist ein Torheit. Warum? Weil er kennt, der Islam kennt die Gottesliebe, dass Gott so mächtig in seiner Liebe ist, das kennt er nicht. Deswegen sagt er dieser Vers weiter, aber diejenigen, die gerettet sind, das ist es Gottes Kraft. Hier, Gott hat uns gezeigt, wie mächtig ist in seiner Liebe, nicht in seiner List. Aber das der Islam kennt er sich nicht. Petrus selbst war ein Jude, hatte Petrus, der hieß Saul, hat er die Christen sogar verfolgt. Aber als er hat Jesus begegnet, kurz vor Damaskus, ab diesem Zeitpunkt, Petrus eigentlich als Mensch hatte alle Gründe, auf sich selbst stolz zu sein. Entschuldige, Paulus, ich meinte. Er hatte alle Gründe, auf sich selbst stolz zu sein. Er hat super Zukunft vor sich, er hat die römische Staatsangehörigkeit, er hat studiert, kennt mehrere Sprachen, er hatte gute Position, da konnte sagen ich und sonst niemanden. Er hat das auch so gemacht, bis als er Jesus Christus begegnet hat. Ab diesem Zeitpunkt sagt er, wenn ich stolz bin, dann bin ich nur stolz auf eine Sache, auf diese gekreuzigte Jesus Christus. Das ist das A und O. Er hat jetzt gesehen, ohne Kreuz hat keine Chance, auch als gläubiger Mensch. Daher sagt er im Kolosserbrief, Kapitel 1 und die Verse 19 und 20, sagt er, es hat ihm gefallen, einen Frieden zu schaffen zwischen uns und ihm, durch sein Blut am Kreuz. Da merken wir, Allah ist gegen das Kreuz, im Koran, in der Bibel, es ist Satan gegen das Kreuz.